Bett schlafen. Es war ein lang diskutiertes Straßenverkehrsprojekt. Nicht einmal 2 Jahre wurde daran gebaut. Jetzt ist die Umfahrung Maissau im Bezirk Hollabrunn fertig. Am Nachmittag ist die 5,6 Kilometer lange Umfahrungsstrecke, ein halbes Jahr früher als erwartet, offiziell eröffnet worden. Um 70% soll sich das Verkehrsaufkommen in Maissau reduzieren. Bei der Eröffnung ist man sich einig, dass die neue Umfahrung die Lebensqualität steigert. Aber es gab auch Skepsis, dass die Gastronomen im Ort kein Geschäft mehr machen. Nein, glaube ich nicht, weil die meisten, die was noch von Wien rausfahren ans Land, fahren trotzdem noch immer zum Heurigen und das, weil die wissen, dass der gut ist. Eigentlich ist es gut, dass es gekommen ist, weil der Schwerverkehr da außen ist und nicht durch die Stadt. Die Leute waren ja arm, es ist sicher ein Problem für die Geschäften, für die Konditorei und für die Heurigen, aber die Stammkundschaft wird trotzdem hinfahren. Die Umfahrung gilt auch als wichtiges Schlüsselprojekt. Diese Umfahrung Maissau ist ein Projekt von einem Gesamtprojekt mit 5 Umfahrungen auf der Strecke Gmünd Richtung Wien. Wir haben in den letzten 15 Jahren auf dieser Strecke ungefähr 135 Millionen Euro investiert. Damit haben wir es erreicht, dass man in Zukunft von Gmünd nach Wien um eine halbe Stunde kürzer fährt. Und dass sich auch die Standortqualität verbessert. In die Umfahrung wurden 81 Millionen Euro.